Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Pflanzen gegen Zombies Garden Warfare 2. Wie ich halt irgendwie immer bei den Pflanzen lande, ne? Ich höre halt meistens aber auch bei den Pflanzen auf, bevor ich das Spiel beende. Das ist ganz schlimm bei mir, ey. So, wir gucken kurz mal, ob es die Auftragstafel irgendwas gibt mit Ausrufezeichen. Nee, gibt's nicht, weil dann hätten wir uns das nämlich mitgenommen. Weil ihr wisst ja, Ausrufezeichen bedeutet, da gibt's was Episches. Da gibt's dann meistens mehr Münzen oder mehr Sterne. Aber das gibt's nicht, also ab nach unten. Wir sind nämlich, soweit ich mich erinnere, hier nämlich noch nicht fertig. Noch nicht ganz, aber fast. Mal auf! So, hallo! Fantastisch! Bis jetzt ein Top-Zombie. Kriegst eine Top-Zombie-Trophäe. Auf dieser Trophäe steht dein Name drauf. Ich bin so stolz auf dir. Dankeschön, Glückwunsch. Du bist der Top-Zombie. Hast du das große Hypnopflanzen-Dings geschlagen? Du Top-Zombie! Vielleicht bekommst du damit Hirn in Zukunft. Wenn verfügbar. Zur Feier des Tages darfst du eine Zeit lang auf dem gruseligen Gargoyle stehen. Ich weiß allerdings nicht, wie man da wieder runterkommt. Ah, das ist also genauso wie bei den Pflanzen, wo du ja auch ganz oben da landest und dich da hochstellen darfst. Schade, dass man aber wohl anders nicht hochkommt. Na gut, mit Jump Boosts vielleicht, aber nicht hier ganz rauf. Oh, schön. Toll. Da wollte ich immer schon mal hoch. Ja, eigentlich nicht, aber hey. Na dann. Fantastisch. Nächste Halt und Endlichkeit. Warum ist dein Ausrufezeichen? Zombos will, dass du in die Unendlichkeit reist. Hey. Zombos möchte, dass ich dir etwas zeige. Er glaubt, es gibt eine unbegrenzte Energiequelle an einem Ort namens Unendlichkeit. Ich weiß nicht, wo die Unendlichkeit ist. Vielleicht eine Tür weiter. Zombos hat einen sehr großen Roboter gebaut, der die Zombies in die Unendlichkeit bringt. Zombos hat gesagt, der Riesenroboter sieht wie Deppy Days größter Feind aus. Willst du mal in den seltsamen Riesenroboter steigen und in die Unendlichkeit reisen? Na, selbstverständlich. Unendlich Hirn ist hier die Antwort gewesen. Sehr schön. Gott, da habe ich tatsächlich ein bisschen die Augen verdreht bei dieser Antwort, muss ich zugeben. Jetzt kommt wieder diese Musik. Warte, sein höchster Feind ist eine Katze? Ernsthaft? Dr. Zombos höchster Feind ist eine Katze? Interessant. Aber wir werden auch hier in die Unendlichkeit gebracht. Mal schauen, ob das das gleiche ist wie bei den Pflanzen. So geil. Bitte sag mir, dass wir die Katze steuern dürfen. Wir dürfen die Katze steuern. Hinfort, es ist unsere Aufgabe, die Hände der Zeit zu laden. Ach, so gibt es also so quasi zwei verschiedene Modis. Die eins ist so ein Wirbelsprung. Die zwei ist Wollknäuel-Kraftstoff. Und die drei ist wahrscheinlich so eine Art Lähmung oder so. Und sie hat einen super Laserschwanz. Das ist episch. Okay, verstehe. Zeitstabilität aufladen und mal gucken, wie wir uns schlagen. Ah, das ist... Wir steuern Kätzchen. Kätzchen. Das ist cool. Ich muss das unbedingt mit euch mal im Stream zusammen machen. Niedlicher Versuch. Unsere Flügelchen... was? Unsere Flügelchen wird dich aufhalten. Wir müssen das unbedingt mal im Stream zusammen spielen. Ich will das unbedingt mit mehr Leuten spielen. Ich glaube, dass das richtig episch kommt mit mehr Leuten, diesen Modus zu spielen. Weil ich halt auch glaube, dass man dann auch mehr sammeln kann. Hoffe ich zumindest. Wäre schön, wenn man dann mehr sammeln könnte an diesen Scherben. Wir haben das ja bei den Pflanzen schon gespielt, da konnte man dazu Scherben laden, bekommen. Und ich muss mich aufladen. Also das ist das, wenn man was denkt, während was sagt. Schlimm. Ich meine, natürlich denke ich immer, wenn ich was sage, aber ihr wisst, was ich meine. So. Erhebt euch, meine Zwerge! Zeigen wir ihnen, was wir so drauf haben. Na dann. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Na klar, von allen Richtungen. Okay.
Oh, bam! Okay. Was auf alle Fälle ganz wichtig ist bei dem Modi ist... Okay, das scheint die wirklich zu lähmen. Dass man immer versucht, die Kristalle aufzusammeln, damit man immer schön full life bleibt. Das ist ganz wichtig. Weil natürlich das Ziel ist, am Leben zu bleiben. Denn die Kristalle heilen einen ja auch ein bisschen. Also ist ganz wichtig, da ein bisschen drauf zu achten. Da wären zum Beispiel noch Splitter. Ich weiß nicht, ob die irgendwann despawnen. Wenn nicht, dann wird es natürlich Sinn machen, dass man die erst nur dann aufsammelt, wenn man Leben braucht. Da ich das aber nicht weiß, kann ich euch das leider nicht sagen. Irgendwie etwas seltsam, diese Dreierattacke. Das ist sie aber bei den Pflanzendingens auch schon gewesen. Da war sie auch schon so komisch. Da ist noch ein Zwerg. So, jetzt sammeln wir nämlich den Kristall hier noch ein, siehst du? Und so, schon sind wir wieder full life. Wunderbar. Und das seht ihr. So muss ich sagen. Weiß nicht, ich bin irgendwie einer der YouTuber, wie so ziemlich vermutlich fast jeder, der seine Zuschauer in der Mehrzahl nennt. Der nie sagt, siehst du, sondern seht ihr. Weiß nicht. Da oben ist das Ding. Dann Kätzchengedönse. Oh, warte, von was bekomme ich einen Schaden hier? Von denen da. War vielleicht schlechter, nicht darauf zu achten, dass ich von denen Schaden bekomme. War vielleicht gar nicht mal so gut. Aber ich sammle hier ja ein paar Kristalle ein. Vielleicht schaffe ich es ja, wieder full life aus dem Level rauszukommen. Noch leider nicht. Naja, mal gucken. Okay, nächste Welle. Exklusive Zwerge. Explosive Zwerge. Verdammt, das ärgert mich jetzt, dass ich da nicht aufgepasst habe, dass da am Boden welche waren. So. Fast full life. Musik ist cool. Ah, das muss man lassen. Musik ist richtig nice. Oh, hi. Und schon sind wir wieder full life. Na also, geht doch. Ja. Der Zwerg explodiert, das tut weh. Ein bisschen. Naja, das hat sowas normalerweise an sich, ne, wenn es explodiert. Zwergus der Blaue wird dich mit seiner Blauheit überwältigen. Ist aber nicht gut, wenn er blau ist. Oh. Ich will den Attacken ausweichen. Nein, 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 nein. Oh, Zwergenverstärkung getroffen. Ja, wunderbar. Das freut mich aber. Das ist toll, dass er Verstärkung holt. Das ist richtig toll für ihn. Das freut mich ja richtig für dich, dass du Verstärkung hast. Mann, 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 Mann. Nein. So. Den noch weg. So, und jetzt hier die Attacke. Die ich wieder abgebrochen habe, warum auch immer. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Geht down, damit ich nicht noch mehr Leben verliere. Okay, gut. Okay, sind mir dann deine Dinger alle gegeben? Na, ich brauche die Kristalle. Ach, ich tauche da voll live auf. Na dann. Du hast den König erledigt. Oh, ist das der Doppelgänger. Du hast den grünen Quadranten erreicht. Wie eigentümlich. Okay, ich habe immer noch Wollknäuel-Kraftstoff. Sehr gut. Können wir dann nochmal gleich mal schön reinholzen. Und bam! Und da noch ein. Von was habe ich jetzt eigentlich schon wieder Schaden bekommen? Ach, der ist Fernkämpfer. Oh, Gemeinheit. Was fällt dem denn ein, Fernkämpfer zu sein? Und den auch noch. So.
Sehr schön. 1700. Ich weiß gar nicht, wie weit ich damals bei den Pflanzen gekommen bin. Ich habe nämlich, seitdem ich das im Let's Play gezeigt habe, habe ich ihn leider nur einmal gespielt, nochmal den Modus. Und da bin ich noch ein schönes Stückchen gekommen. Aber fragt mich nicht, wie weit. Ich weiß es echt nicht mehr. So, die Gärten müssen weg. Was halt leider ein Riesenproblem ist, weil da frisst du so viel Schaden. Zumindest war es halt ziemlich böse bei den Zombies, weil du so viel Schaden da gefressen hast in der Zeit. No, nicht lähmen, nicht lähmen, nicht lähmen, nicht lähmen. Ich muss den Garten hier fertig bekommen. Oh je. Okay. Komm schon, komm schon, komm schon. Den Garten hier fertig machen. Und bam! Dass alles, was umher steht, auch noch ein bisschen Schaden bekommt. Oh, hört auf, hier so viel Schaden zu machen. Was geht mit euch? Und nochmal drüber rubbeln da. Da lebt ja immer noch eine Rosie. Und einen Shooter. Uiuiui. Und irgendwo war, da war noch ein Shooter. Okay. Ich hab die. Was, da ist noch ein Garten. Stimmt, da taucht ja noch ein dritter auf. Das kostet einen halt zu viel Leben. Komm schon, komm schon, komm schon, nicht. Oh, das ist Vollgeschleime, ne? Komm schon, 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 komm schon. Nice. Die müssen noch zerstört werden. Dann ist da. Da ist noch was. Oh, gut. Bonusziel abgeschlossen. Warte mal. Ich bin fast full life. Oh, das ist gut. Was, Giga-Zwerg? Nein! Ich bin fast full life. Ich bin full life. Oh, gut. Und hier wäre sogar noch ein Splitter gewesen. Okay, 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 okay. I can do this. Was? Und da ist noch so einer. Das ist halt gemein, wenn du die nicht sofort siehst, ne? So, da ist noch einer. Und dann können wir uns allmählich um den Riesen kümmern, glaube ich. So, full life. Oh. Gut, dass wir so viel Schaden mit der Attacke hier machen. Oh, nice. Und schon wieder full life. Das läuft gut. Ich habe halt auch das... Ich weiß nicht. Läuft das vielleicht wirklich auf der Zombie-Seite so krass besser? Kann es ja nicht sein. Das ist anormal. Das ist richtig anormal. Und bam. Na? Es ist jetzt ein bisschen nach hinten losgegangen. Na, den haben wir schon mal. Vollkreuer Kraftstoff, damit es noch schneller geht. Alter, der Schaden, wenn der dabei rumkommt. Und schnell Kristalle einsammeln. Fast full life. Naja, nicht ganz, aber fast. Okay. Was kommt nun? Der Zwergenkönig kommt nun. Sollte mich aber erstmal drum kümmern, weil hier sind auch kleinere, die spawnen. Nicht? Doch nicht? Ach, der holt sich jetzt wahrscheinlich gleich wieder Unterstützung. Ich glaube, ich mache einfach volle Power auf den drauf. Jetzt kommt die Zwergenunterstützung. Einfach volle Power auf den drauf. Das ist, glaube ich, die beste Chance, die ich habe. Wo ist denn jetzt hin? Pflanzenverstärkung, weißt du? Weil die Zwerge nicht reichen. Nee, nee, da muss sonst Pflanzenverstärkung kommen. So.
So. Oh Gott. Komm, 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 komm. Bam! Oh je. Guck dir das an, den Schaden, ne? Da müsstest du... Ich müsste hier halt einfach weitaus mehr kiten. Dann hätte ich hier vielleicht noch eher eine Chance, aber so... Ich hier leider relativ wenig Chance. Sag mir bitte, dass ich von dem ganz viel Lebenspunkte bekomme. Ach du Scheiße, willst du mich verarschen? Da kommt ja jetzt noch so ein Riesenviech. Ernsthaft? Ja gut, ich habe halt kaum mehr Leben, ne? Komm, einsammeln, einsammeln, einsammeln. Ich will wenigstens noch, wenigstens diese Welle will ich noch schaffen. Wäre halt schon ganz episch. Wenigstens diese Welle schaffen würde. Komm schon, wenigstens diese Welle. Die schaffe ich. Warte, Kätzchen-Power! Kätzchen! Nein, der hat auch auf so eine Attacke. Nein, oh, ich war schneller. Was, 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 was? Wo? Wer? Wie? Wann? Hä? Das kannst du doch nicht schaffen. Oh, ist das böse. Oh. String-Theorie freigeschaltet. Na dann. Das ist unser Schatz. Wieso ist die Truhe offen? Ach so, weil ja erst einbezahlt wird. Klar. Gute, ruhige Truhe. Okay. Aufmachen. Kätzchen. Schön. Und was bekommen wir? Einen Sandburghut. Na, wunderbar. Wollte ich immer schon mal haben. Einen Sandburghut. Schön. So ein Käse. So ein Käse. Aber cool. Ich mag diesen Modus. Ich finde den Modus, ehrlich gesagt, eigentlich ziemlich cool. Na gut, dann haben wir das auch durch. Mal schauen, was jetzt noch kommt. Damit hätten wir beide Seiten in Story Mode durch. Den wir natürlich jetzt noch auf schwerer spielen könnten, aber das muss jetzt auch nicht unbedingt sein. So. Ja. Hallo. Da bist du ja wieder. Hab gehört, du hast Zwerge zerschossen und so. Du bekommst das Abzeichen der Unendlichkeit. Ich hab keine Peile, was das bedeutet. Als Belohnung gibt's kein Hirn, sondern einen warmen virtuellen Händedruck und das gute Gefühl, etwas geschafft zu haben. Oh, wie schön. Zomboss hat gesagt, du kannst den großen Katzenroboter nutzen, wann du willst. Zomboss sagt, du kannst noch mehr Freunde mitbringen. Er hat noch drei weitere Katzen. Die Katze ist wohl sternenbetrieben. Du brauchst Sterne, um sie einzuschalten. Ich schätze, das war's. Ich find's ein bisschen schade, dass er nicht komplett mit dem Dialekt geschrieben wurde, weil es sind tatsächlich nur ein paar Wörter auf ja, Berlinerisch gemacht und viele aber relativ normal. Schade. Ach klar, du gewinnst. Da müsste zum Beispiel jetzt ein J stehen. Naja, warte. Naja, die sagen ja nicht gewinnst, sondern jewinst. Das sollte ich am Ende noch sagen. Und natürlich, dass du jetzt in den besten Listen vergleichen kannst, wer von deinen Freunden weiter in der Endlichkeit vorgestoßen ist. Und, ach natürlich, ach nee, das war's. Weiter. Du kannst jetzt auch im Multiplayer-Modus spielen. Voll super. Und, ah, du gewinnst. Tschüss. Ich kann das im Multiplayer, kann man das auch. Das hat er mir erklärt. Der Zombos-Anführer sagt, du seist ein Top-Zombie. Das macht mich so stolz. Was? Es gibt hier nochmal drei Sachen? Nee, das ist abgeschlossen. Passt schon. Du kannst das nur einfach nochmal machen. Weil es stand ja abgeschlossen da. Das sind einfach nur nochmal diese Missionen. Neuen Pflanzenboss zu bezwingen. Hypnoblume und so weiter. Also das ist alles nichts Neues. Das heißt... Wir sind soweit hier jetzt durch. Das ist ja eigentlich fast ein bisschen schade, ne? So ein bisschen schade ist es schon. Komm, lass uns ein 15er-Pack noch aufmachen. Ja, war ganz nett. Bisschen was Modisches und so.
Aber jetzt nichts, was wir unbedingt brauchen. Aber doch, würde ich sagen, das war ganz nett. So. Und plump. Da ist es schon wieder passiert. Ah, oh, wie schön. Toll. Ich finde das klasse. Okay. Gut, ihr Lieben. Damit haben wir also den normalen Singleplayer an sich durch. Ich habe mit den Pflanzen tatsächlich hier die Gegend schon relativ viel erkundet. Das heißt, ich habe hier Missionen schon angenommen und abgeschlossen. Das könnten wir jetzt rein theoretisch mit einem Zombie auch noch machen. Dass wir hier nochmal ein bisschen durchfetzen. Mit den Pflanzen gibt es auch noch ein paar. Dass ich sage, wir rennen vielleicht ein oder zwei Folgen, also eine Folge vielleicht mit den Pflanzen hier durch. Und je nachdem, wie viel wir von den Zombies finden, auch mit den Zombies hier nochmal durch den Garten. Und gucken mal, wie viel wir hier noch finden, was wir noch nicht entdeckt haben. Also wo wir noch Missionen haben, die wir machen können. Ja, wie gesagt, es gibt halt hier dann immer noch so einzelne Missionen. Da steht dann irgendein einsamer, verlassener Zombie rum und der will einen dann noch irgendwelche Aufgaben andrehen. Das könnten wir eigentlich noch machen. Also wenn ihr Bock habt, machen wir da auf alle Fälle noch. Und dann schaue ich, ob ich mit dem lieben Darky nochmal was ausmachen kann, dass wir da endlich mal weitermachen. Ach, das Gleiche, was es mit der Pflanze gibt, gibt es hier auch mit den Zombies. Das ist ein Versteckspiel, das schauen wir uns dann auch noch an. Dass ich dann Darky nochmal anschreibe, was jetzt ist, wann wir jetzt nochmal aufnehmen. Und dann muss er halt auch mal fragen. Hier zum Beispiel wäre eine Mission, die wir annehmen könnten. Da gibt es dann auch immer noch Belohnungen für. Also da gibt es einiges. Und dann gibt es auch noch irgendwas mit so einem komischen... Ja, es gibt halt so viele Dinge, die man hier noch machen kann. Es gab irgendein Gebäude, wo hinten dran dann so eine Art komisch, so eine Art Fisch war, den man irgendwie bedienen konnte. Aber ich weiß halt leider nicht so genau für was. Weil ich hab's damals nicht machen können. Oh, guck, meine Schneekugel. Nehmen wir gleich noch mit. Gibt halt auch einfach mal 500 Münzen to go. Das war aber, glaube ich, auf der Pflanzenseite. Mit diesen komischen Fisch-Dingsi. Deswegen lohnt sich's jetzt gerade nicht, dass ich jetzt gerade mit einem Zombie hier durchrenne. Aber ist ja nicht schlimm. Ich meine, ich sag, dass wir da halt dann mit allen einfach nochmal einmal hier durchfetzen. Und da findet sich dann sicherlich auch noch das ein oder andere, was wir machen können. Hier zum Beispiel wäre auch nochmal eine Mission, die wir hier starten können. Also so haben wir da auf alle Fälle auch noch das ein oder andere zu tun. Also ist nicht so, wie wenn es jetzt schon ganz vorbei wäre. Also auch das bringt uns tatsächlich noch einige Sachen. Und wie gesagt, mit den Pflanzen habe ich da halt auch sowas gefunden. Es sieht halt aus wie so eine Art Fisch, beziehungsweise aber auch irgendwie wie eine Uhr, was halt hinten an dem Gebäude dran ist. Ich kann ja noch mal ganz kurz gucken, wenn ich mich ein bisschen beeile, damit es nicht ewig dauert, dass ich mich noch mal Richtung Pflanzen rüber mache. Ich schaue halt jetzt hier auch an den Gebäuderücken. Nicht, dass es hier sowas auch gibt. Und ich hätte es halt nur vielleicht übersehen. Deswegen, ich mache mich mal auf den Weg zu den Pflanzen. Auf die Seite, wo die ihre Häuser haben. Naja. So, da sind wir. Es ist mit ihm schön, weil man sich so schön porten kann, so schnell. Dafür, damit kommt man wenigstens schnell von A nach B. So. Ich glaube nicht, dass ich das als Zombie bedienen kann. So. Ah, da muss ich noch ein Stückchen weiter. Huch. Diesmal kam das Geräusch gar nicht. Ich habe halt... Hier, das da meine ich. Es ist Fischuhr. Ja, seht ihr, da passiert nichts. Also da muss man wohl auch noch irgendwas machen. Oh, guck mal, eine Schneekugel. Also ich habe da definitiv noch das ein oder andere zu erledigen, was man noch machen kann. Auch wenn ich jetzt noch nicht so genau weiß, für was das ist, aber das finden wir auf alle Fälle auch noch raus. Also es ist... Ich finde das schon sehr spannend, sich da hier auch wirklich nochmal überall umzugucken. Nee, kann man nicht durchsliden. Schade. Ach so, weil es hier zu Ende ist, deswegen. Also wirklich hier nochmal überall durchschauen. Das finde ich total spannend. Weil man halt auch eben noch die ein oder andere Sache entdeckt, die man halt vorher vielleicht noch nicht gesehen hat. Und man könnte natürlich da dabei auch noch gleich hier rumrennen und mit der Zerstörungswut und gleich alles kaputt machen. Weil man kann halt auch so viel kaputt schießen, was ich auch immer total witzig finde. Sie da halt auch das ein oder andere Detail eingebaut haben. Hier ist auch noch eine Schneekugel, sehe ich gerade. Sehr schön.
Also, alleine deswegen lohnt es sich halt auch noch, dass wir hier tatsächlich ein bisschen durchrennen, um auch solche Sachen eben noch zu finden und zu aktivieren. Da haben wir halt eben auch noch nicht alles. Da mal auch mal gucken, dass wir das auch irgendwann mal überprüfen, wie viele wir da schon haben. Und vielleicht auch mal gucken, dass wir da noch die fehlenden holen. Also auch das gibt es noch zu tun. Nur von der Truhe war ich ein bisschen enttäuscht, die man aufmachen konnte für die 200 Münzen. Unten bei den Zwergen. Das habe ich offscreen gemacht, keine Ahnung. Ich konnte mich einfach nicht zusammenreißen und das im Let's Play machen. Da war halt tatsächlich einfach nichts Besonderes drin. Da war eine. Was war drin? War die Krone drin? Ich glaube ja, eine Krone, glaube ich, war drin. Für einen Zombie. Das war so, okay, wow. Wollte ich immer schon mal haben. Nein, also ganz im Ernst, ich war echt ein bisschen enttäuscht. Ich halt echt erwartet habe, dass da irgendwas Episches drin ist. Ja, keine Ahnung. War das ein legendärer Gegenstand? Ich glaube ja. Ein legendärer Gegenstand, eine Krone. Ja, also ich weiß es nicht mehr sicher, ob es ein legendärer Gegenstand war. Aber hier ist nochmal eine Schneekugel. So, ihr Lieben. Aber ich verabschiede mich für heute. Sag Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.